Ja, ich grüße dich, mein Lieber, und freue mich, dass du wieder heute eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir beibringen, wie du zielstrebiger, glücklicher und selbstbewusster durch dein Leben kommst. Weil ich persönlich muss sagen, vor 4 bis 5 Monaten war ich total unzufrieden mit mir selbst. Vielleicht kennst du ein oder andere, wenn man sagt, das ist ja auch so ein Sprichwort, wenn man in den Spiegel schaut, sieht man zugleich den schlimmsten und besten Freund zugleich. Das Ding ist nur, was man aus sich selber macht, also wie man die Dinge sieht. So, bei mir zum Beispiel vor 4 bis 5 Monaten, also Anfang Januar, war das Problem bei mir, ich hatte einen Kieferbruch, keine Arbeit und ja, keine Liebe. Und was habe ich natürlich im Spiegelbild gesehen? Ein sehr schlimmer Feind. Also, woran lag das natürlich? Ich war unglücklich, war den ganzen Tag alleine, hatte keinen Job. Geld hatte ich zwar, aber was bringt dir Geld, ohne glücklich zu sein, sage ich mal. So, und das Ding ist, wie kommt man aus so einem Sumpf wieder raus? Das Ding war bei mir, ich habe danach Arbeit gesucht, ne? Und ab dem ersten Tag, wo ich Arbeit hatte, hat es mir direkt wieder keinen Spaß gemacht. So, und ich dachte mir schon so, Scheiße, Patrick, was machst du jetzt? Hab dann aber sofort den Job gekündigt, weil ich mir das nicht geben wollte. Ich war total unglücklich. Und euer Unterbewusstsein merkt es auch, wenn man unglücklich ist. Man ist für nichts mehr dankbar. Ich kenne das auch bei vielen Menschen, mit denen ich jetzt leider nichts mehr zu tun habe. Oder glücklicherweise von meiner Sicht aus. Die waren einfach undankbar. Und glücklich sein beginnt schon mit dem Dankbarsein. So, aber jetzt zurück zum Thema. Auf jeden Fall habe ich dann den Job gekündigt und nach circa einem Monat hatte ich einen neuen Job. Der hat mir dann wirklich Spaß gemacht und seit dem ersten Tag, wo ich den Job angetreten habe, am gleichen Tag habe ich noch mich im Fitnessstudio angemeldet, am gleichen Tag direkt Ernährung umgestellt, aber komplett und einen Monat später bin ich dann ins Boxen gegangen. So, und als ich im Boxen war, und im Training, ich hatte jeden Tag Sport, habe die Sonne gesehen, das ist auch ganz, ganz elementar wichtig. Ohne Scheiß, ich war Anfang Januar den ganzen Tag nur zu Hause, hatte Rollladen unten und man wird da automatisch depressiv, wenn man nicht rausgeht. Und dann so langsam habe ich mir in meinem Spiegelbild dann gesehen, den glücklichsten Freund an meiner Seite. Also nicht mehr der schlimmste Feind, sondern ein immer glücklich werdender Freund. So. Auf jeden Fall habe ich mir dann nach und nach Bücher gekauft, weil ich noch mehr aus meinem Leben rausholen wollte und bin dann zum Entschluss gekommen, dass der Beruf allgemein mein Leben nicht erfüllt. Er macht zwar Spaß, aber er erfüllt mich nicht so. Deswegen habe ich mir jetzt einen neuen Job gesucht, weil ich das Beste aus meinem Leben rausholen möchte. Aber das Schlimmste ist, wenn man unglücklich ist, man will immer nur. Man will das, man will jenes, man will in Urlaub, man will das, das, das. Aber Leute, ohne Scheiß, wenn man dankbar ist und sagt, hey, ich bin gesund, ich lebe auf diesem Planeten, ich habe ein festes Zuhause, wo ich sicher bin, ich bin nicht in Armut, ich habe meine Hände, meine Finger, meine Füße, ich habe eine Familie. Leute, ohne Scheiß, die Leute, die nicht dankbar sind, denen fällt auf Anhieb nicht mal 5 Dinge ein, wofür sie dankbar sein können. Es war für mich am Anfang auch schwierig, aber ich führe jetzt ein Tagebuch, wo ich jeden Tag reinschreibe, ich bin dankbar für, was habe ich heute Gutes für jemanden getan. Man geht einfach viel glücklicher in sein Leben rein und durch das Leben rein. Und vor allen Dingen, man achtet jetzt nicht mehr auf den oder man redet nicht mehr über den oder den, man konzentriert sich einfach nur für sich und das ist das Wichtigste. Die Leute müssen aber auch Ziele in ihrem Kopf haben. Es bringt nichts, wenn man einfach so den Tag dahin lebt. Ja, ich habe mir auf jeden Fall Ziele fest auf einen Notizblock geschrieben, wie ich es erreichen will, wann ich es erreichen will, wann ich so und so viel erreichen will. Da kann ich auch wirklich ein gutes Buch empfehlen. Das zeige ich mal kurz. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ohne Scheiß, in diesem Buch steht so viel nutzvolle Informationen, da steht auch drin, man soll einfach auf ein Blatt schreiben, was einen erfüllt im Leben. Dann, was für ein Ziel man hat bis zu dem und dem Datum.
Und wirklich so hilfestellende, unterstütztes Wissen. Aber das ist jetzt wieder viel zum Thema abgeschweift. Auf jeden Fall fokussiert euch auf euch. Macht das, was euch glücklich macht. Geht raus in die Sonne. Ohne Scheiß, die Sonne. Ich spüre es förmlich. Wenn ihr in die Sonne geht, ihr tankt richtig Energie. Und ich spüre das auch wirklich beim Boxen. Wenn ich davor in der Sonne war, dann geht's. Ich fühle mich schon wieder richtig gut. Aber mein Lieber, wo deine Prioritäten sind, das weißt natürlich nur du selbst. Deswegen geh einfach mal in dein Inneres. Von mir aus geh in den Wald, geh eine Stunde wandern. Man hat auch wissenschaftlich festgestellt, dass die Leute, die täglich wandern gehen oder fünfmal die Woche, dass die kreativer im Kopf sind und dass die ganz anders Dinge wahrnehmen, wie jemand, wo nur zu Hause rumhockt. Also fordere ich dich raus. Geh mal, keine Ahnung, in die Berge, in die Wälder, von mir aus auch an den Baggersee und entspann einfach mal oder geh irgendwo wandern. Ja, und du wirst sehen, vielleicht kommt dann dein Warum auch oder dein Was habe ich vor im Leben oder dein Ziel. Und dann machst du dir Step by Step so einfach wichtige Punkte. Zum Beispiel, bei mir ist es so, ich möchte ja mal